Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Baphomets Fluch 2 in der Remastered Version. Wir haben in der letzten Folge hier mit Lubino gesprochen, unserem netten Widersacher, der sich an Nico ranmacht und ihr diese tollen Schlüpper hier geschenkt hat. Nichtsdestotrotz, er hat uns einen neuen Hinweis gegeben und das sollten wir jetzt auch... Jetzt habe ich eine weitere Spur. Ich kann entweder die Galerie Glees besuchen oder zu Aubiers Haus zurückgehen. Wir werden... ist das die Galerie? Das ist die Galerie. Da gehen wir jetzt hin. Die Galerie Glees hat Stil und Klasse, aber nur wenige Kunden. Okay. Ein Mädchen. Hi Mädels. Ja? Hallo? Hab ich einen Witz verpasst? Was? Okay, sehr freundlich. Okay, wer ist er hier? Der packt seine Zunge an die Glasscheibe und das ist... der hat ein Glas in der Hand. Aha, der trinkt ein Schnäpperli. Mhm, ein Weinchen. Das ist, glaube ich, der Glees, ne? Sind Sie Mr. Glees, der Besitzer? Gütiger Himmel, nein. Nee, doch nicht. Dann nehme ich an, dass da drüben muss er sein, richtig? Ihre Fähigkeit zu deduktiver Logik versetzt mich in Erstaunen. Wow. Haben Sie schon mal von Professor Aubier gehört? Aber natürlich. Ich war vorhin in seinem Haus. Wenn Sie schon mit Namen angeben, dann wenigstens mit solchen, die es wert sind, ja? Oh, oh. Ich dachte, Aubier wäre ein angesehener Mann. Also sein letztes Buch war nichts weiter als pseudo-intellektuelles Gequatsche. Das geistlose Gepöbel eines drogenabhängigen Ex-Wissenschaftlers. Aha. Was trinken Sie da? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so den Verdacht, es ist eine Urinprobe. Glees kann doch nicht ernsthaft eine günstige Kritik für seine Galerie erwarten, wenn er so ein Gesöff ausschenkt. Ah, das ist ein Kunstkritiker. Würden Sie mir kurz Ihre professionelle Meinung über diesen Topf sagen? Ja, très rapouche. Rapouche? Scheußlich. Was zum Teufel machen Sie denn da? What the fuck? Sie haben meinen Topf zerschlagen. Natürlich. Er war nicht nur wertlos, sondern auch hässlich und eine Beleidigung fürs Auge. Für Ihres vielleicht. Glauben Sie mir, ich habe Ihnen nur einen Gefallen getan. Ich weigere mich, auch nur noch einen einzigen Atemzug an ein Gespräch mit diesem Idioten zu verschwenden. Vielleicht kann ich den Spieß umdrehen und mich gleichzeitig rächen. Der Topf ist in zu viele Stücke zersprungen, als dass man ihn noch reparieren könnte. Na toll. Ich weiß schon, was wir hier machen. Guck mal hier, komm. Ein bisschen Gift in dein Glas. Ich gerate in Versuchung, den vergifteten Pfeil in seinen Drink zu tunken. Aber? Gebe ihr aber nicht nach. Oh, aber pass auf, ich weiß einen anderen. Komm hier. Och nö, komm. So einen kleinen Wurm. Oder wir geben ihm die Schlüpper hier. Geht nicht. Ist aber nicht gut. Schade. Okay, dann ist das Glees. Dann reden wir erstmal mit ihm. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn Sie nichts dagegen haben. Natürlich, Sir. Wenn ich Ihnen irgendwie weiterhelfen kann, gern. Sie sind Engländer? Heutzutage betrachtet man sich vorzugsweise als Europäer. Klar, was immer Sie sagen. Und wie genau kann ich Ihnen helfen, Sir? Okay. Wonach ich Sie eigentlich fragen wollte, ist ein schwarzer Stein. Ein schwarzer Stein? Ja, ein Artefakt der Maya-Kultur. Etwa so groß wie meine Hand. Tut mir leid, Sir, aber die Nachfrage nach schwarzen Steinen ist nicht sonderlich groß. Wenn Sie sich für Maya-Kunst interessieren, ich hätte da ein paar ganz exquisite Töpfe. Ich auch, bis dieser Trampolin zerdeppert hat. Haben Sie schon mal von Professor Aubier gehört? Selbstverständlich. Sein Name ist ein Synonym für Maya-Kunst. Eine Menge dieser Kunstwerke hier stammen von Aubier selbst. Okay. Glauben Sie an die Geschichte, dass Aubier seine Frau ermordet haben soll? Selbst wenn es stimmt, wer könnte ihm dann einen Vorwurf machen? Sie war eine opportunistische Schlampe. Oh. Zumindest habe ich das gehört. Oh, okay. Haben Sie schon mal einen Film mit Aubiers Frau gesehen? Nur einen.
Glauben Sie mir, ich war geschockt, angewidert, entsetzt und abgestoßen. Naja, dann haben Sie ja richtig etwas geboten bekommen für Ihr Geld. Als ich das letzte Mal im Kino war, habe ich mich lediglich gelangweilt. Wie hieß der Film? Ich nehme doch an, Sie haben eine Importerlaubnis für diese Antiquitäten. Natürlich, aber das ist auch nicht mein Problem, Sir. Der Professor arrangiert den Transport. Wir brauchen die Sachen nur an den Docks abzuholen. Könnten Sie mir wohl verraten, welche Docks Professor Aubier für seinen Kunstimport benutzt? Gütiger Himmel, nein! Ich werde doch nicht meine Geschäftsgeheimnisse ausplaudern. Ist doch kein Geschäftsgeheimnis. Kommen hier viele zentralamerikanische Indios einkaufen? Nein, Sir. Wir sind hier in Paris. Zentralamerika liegt mehrere tausend Kilometer südwestlich von hier. Nein, ist nicht wahr. Über den Atlantik und dann links. Sie können es gar nicht verfehlen. Ist nicht wahr. Tja, aber wie das so ist, habe ich gerade heute Morgen ein paar zentralamerikanische Indios gesehen. Touristen, Sir. Paris ist zu dieser Jahreszeit voll von ihnen. Okay. Dieser Gentleman da drüben scheint ihren Wein sehr zu genießen. Ich wüsste nicht warum. Es ist ein ziemlich billiger. Warum hast du ihm den gegeben? Ich habe diesen Zeitungsartikel gefunden. Er berichtet über eine bevorstehende totale Sonnenfinsternis. Wirklich, Sir? Sowas, sowas. Faszinierend. Ich habe mit Sicherheit keine Verwendung für einen Kreditkartenleser. Schade. Warum auch nicht? Hätte gut klappen können. Gut, also wir kommen jetzt hier an der Stelle auch nicht weiter. Wir hatten doch, ich muss mal kurz gucken, wir hatten doch, oh, man muss ja echt gucken, was das für Symbole sind. Wir hatten doch am Café versucht, die Flasche hier zu mopsen, oder? Und da kam doch immer der Kommentar, er sieht gerade hin. Mal gucken, ob wir irgendwie eine Möglichkeit haben. Wir beobachten ihn mal. Oder hat er jetzt die Augen der zu? Der Mann schaut immer noch hin. Okay. Aber wann schaut er nicht hin? Ja? Ja? Der Mann schaut immer noch hin. Okay, es ist wieder leer. Jetzt hat er was reingeschüttet. Okay. Ist spannend, ne? Was macht er denn jetzt? Schüttet er wieder was rein und füllt auf? Der Mann schaut immer noch hin. Und sonst so? Was macht man sonst so in so einer Situation? Ich meine, wir könnten jetzt noch einen Kaffee bestellen. Jetzt wird wieder aufgefüllt. Ist ja schön, dass sich das Glas wenigstens füllt, aber da passiert gar nichts. Oder muss ich ihn einschläfern? Boah, da wird ja nachgefüllt ohne Ende. Ach, hier, guck, hier gibt's ja neue Gesprächsoptionen. Fehlt Ihnen die Arbeit als Gendarm? Ah oui, natürlich. Als ich noch eine Uniform trug, hatte man Respekt vor mir. Aber nun nicht mehr. Kein Respekt. Ich schnappe mir das Fläschchen und der starke Geruch von Absinth hüllt mich ein. Ein hochprozentiges und illegales alkoholisches Getränk. Ja, ist aber egal. Ich kann entweder die Galerie Glees besuchen oder zu Aubiers Haus zurückgehen. Dass sie mich immer unterbrechen müssen. Wir gehen natürlich zur Galerie, denn vielleicht können wir das in das Weinchen hier von dem netten Herrn und freundlichen Herrn kippen. Ist das denn jetzt hier das hier? Ja, ne? Gucken wir mal. Ins Glas. Hat er nicht mitbekommen. Super. Ich spritze ein bisschen Absinth in das Glas und hoffe nur, dass er die Veränderung der Farbe nicht bemerkt. Ho, ho.
Geht Haben auch schnell. Sie mir was in meinen Drink getan? Ja klar. Was halten Sie davon? Naja, ist jedenfalls besser als der Wein von Glees. Also eigentlich, ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen. Aha. Ich habe genug davon, mit diesem Blödmann zu reden. Oh. Können wir vielleicht noch was reinkippen? Wenn er sich dran gewöhnt. Gestatten Sie. Noch ein kleines aus dem Wackelmann. Los, bitteschön. Trink, trink. Oh. Verdammt, das wollte ich nicht. Oh, die schönen Stücke. Haben wir hier irgendwas? Ich habe mit Sicherheit keine Verwendung für einen Kreditkartenleser. Okay. Ich verschwende meine Worte doch nicht an einen Besoffenen. Oder können wir jetzt hier weiterlaufen? Ah, hier geht's ja noch weiter, guck mal. Was haben wir denn hier? Hier ist eine Stelle mit Verpackung. In der Verpackung liegt nichts außer ein paar Polystyrolbröckchen. Aber an der Seite klebt noch ein Stück von einem Etikett. Ja, was da heißt? Achso, können wir mitnehmen? Ich dachte, er sagt es. Paris, unter einem Logo aus einem Vogel stehen die Worte Condor Transglobal Mars. Der Rest des Etiketts fehlt. Marseille wahrscheinlich, ne? Oder können wir noch irgendwo was anderes machen? In der Verpackung liegt nichts außer ein paar Polystyrolbröckchen. Könnte das irgendwas bringen? Ein Etikett mit dem Namen Condor Transglobal drauf. Kann man ihn hier drauf ansprechen, wo die Firma ist? Ja, los, komm. Waren diese Töpfe wertvoll? Die Töpfe sind versichert. Aber die Regale nicht. Sie haben ja keine Ahnung, was das kostet. Aber wir sind jetzt nicht schuld, oder? Ich verschwende meine Worte doch nicht an einen Besoffenen. Okay. Dann haben wir hier nichts weiter. Dann gehen wir mal hier raus. Was haben wir? Wir haben das, wir haben das. Oder warte mal, können wir ihm das zeigen? Kleinen Moment mal. Irgendwie müssen wir doch herausfinden, was das hier an Meer ist. Oder müssen wir das dem Polizisten zeigen? Verschwinden Sie. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Nee, das glaube ich nicht. Ich habe die Wahl, wohin ich gehen will. Ins Café in Montfaucon oder zur Kunstgalerie. Zur Kunstgalerie. Wir gucken da nochmal nach. Ist vielleicht noch eine andere Kiste da, dass wir den anderen Teil benötigen? Maya-Töpfe? Nee, hier wird nichts dran sein. Da ist ein Bild. Ach so. Rechtecke in desolater Landschaft. Höchst kubistisch gehalten. Ja, ein bisschen jedenfalls. Und hier gibt's Kreise. Sphären in einer verwüsteten Einöde. Sehr tiefgreifend. Ich glaube, ich erkenne ein gewisses Muster in den Arbeiten dieses Künstlers. Aber es ist ein schönes Muster. Vor allem die Farben sind super. Hier muss doch irgendwas anderes sein, oder? Wir haben nur einen Teil von dem Aufkleber. Das kann nicht alles sein. In der Verpackung liegt nichts außer ein paar Polystyrolbröckchen. So, ist dann vielleicht hier noch was? Oder müssen wir es direkt anklicken, was ich jetzt nicht gemacht habe? Obwohl, es scheint jetzt hier eine Aktion zu geben. Verschwinden Sie! Es scheint keine Aktion zu geben. Ist eine gute Frage. Was macht man damit? Die Mädchen vielleicht anfragen? Wenn ich ausgelacht werden will, kann ich ja gleich zu Nico gehen. Hohohoho, oh komm, die hatte ich doch ganz gerne. Aber wo müssen wir denn hin? Gehen wir mal zum Café. Oh, er schläft.
Er schläft. Nee, doch nicht. Er doch, schläft doch nicht. Okay. Verzeihen Sie. Was? Ich versuche, meine Freundin zu finden. Sie ist gekidnappt worden. Gekidnappt? Ja, das war unser erster Tag zusammen, nach vielen Monaten der Trennung. Das ist ja wirklich traurig. Mon Dieu, das macht mich ganz depressiv. Da muss er gleich noch einen Schluck trinken. Ja. Ach, der... Verzeihen Sie. Der ist wieder müde. Na toll. Weißt du hiervon was? Na ja. Verzeihen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe. Nee, weiß er nicht. Ich kann entweder die Galerie Glees besuchen oder zu Aubiers Haus zurückgehen. Wir gehen mal zu dem Haus hin. Vielleicht gibt es da noch einen Hinweis, den wir übersehen haben. Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Telefon. Ich will sonst niemanden mehr anrufen. Okay, wir haben kein Telefon. Dann haben wir hier noch den Weg nach oben. Hier ist nichts weiter. Haben wir vielleicht irgendwo eine Notiz oder einen Hinweis übersehen? Das kann natürlich möglich sein. Ein Schränkchen, eine Flasche. Schränkchen ist soweit geöffnet. Haben wir hier noch irgendwas anderes? Nee. Das ist der Zeitungsausschnitt über die bevorstehende Sonnenfinsternis. Darin eingewickelt ist noch ein Blatt Papier. Es ist ein Kontoauszug von Aubiers Bankkonto aus einem automatischen Auszugdrucker. Die letzten 5 Abhebungen waren immer große Beträge und alle wurden in Marseille getätigt. Es fängt langsam an, einen Sinn zu ergeben. Aubier hat Nicos Entführung organisiert. Aubier hat Geld in Marseille abgehoben. Aubier steht in Verbindung zur Transglobal, die wiederum ihre Fracht von einem Lagerhaus in Marseille aus verschicken. Das stand also früher mal auf dem zerrissenen Transglobal-Etikett. Marseille, nicht Mars. Das ist zwar keine brandheiße Spur, aber es ist alles, was ich habe. Ich mache mich sofort auf den Weg, damit ich noch den Nachtzug erwische. Haben wir da nicht vorher direkt reingeguckt? Ein paar Stunden später. Wo sind wir denn hier? Es ist fast Sonnenaufgang, als ich in Marseille ankomme. Ich verfolge die Spur von Condor Transglobal bis zu einer heruntergekommenen Dockanlage. Okay, der Zaun ist wahrscheinlich zu. Und zwar an 3 Stellen, ja, 4 Stellen hier. Pop, pop, pop. Gut, Hundchen. Was ist los? Keine Ahnung. Der Hund fing ohne erkennbaren Grund an, Amok zu laufen. Das ist Teil seiner Ausbildung. Das soll mögliche Eindringlinge abschrecken. Oh, ich verstehe. Okay, tut mir leid. Ist schon okay. Denken Sie nur dran. Er ist ein ausgebildeter Wachhund. Ein Killer. Aha. Erzähl mal was hier. Komm her. Oh, da sind Schlüssel. Habt ihr das gesehen? Da. Hi, guten Morgen. Wissen Sie, wie spät es ist? Ja. Nein, ich habe keine Uhr um. Wie mein Daddy immer gesagt hat, ich glaube nicht an die Zeit, Mann. Na egal, auf jeden Fall sind Sie zu früh. Für was? Wie spät ist es überhaupt? Der große Zeiger ist auf der 4. Warum sind Sie nicht im Bett? Ich kann alles erklären. Geben Sie sich keine Mühe. So sehr interessiert es mich eigentlich gar nicht. Oh mein Gott. Um wie viel Uhr öffnen Sie die Tore? Um 7. Macht es Ihnen was aus, wenn ich hier warte, bis die Docks aufmachen? Wie Sie möchten. Aber Sie müssen ziemlich viel Geduld mitbringen. Heute ist Sonntag und morgen fängt der nationale Urlaub an. Alles bleibt für einen Monat geschlossen. Als hätte ich's geahnt. Was? Gehört der Hund Ihnen? Nö, der gehört zu diesem Job dazu. Ich füttere ihn nur ab und zu. Eher ab als zu, oder? Wie heißt der Hund denn? 20. Ungewöhnlicher Name für einen Hund. Das ist seine Registriernummer. Wachhund Nummer 20. Mhm. Hat Nummer 20 vielleicht die Tollwut? Nö, nur schlechte Laune. Wie gesagt, er ist ein ausgebildeter Kampfhund. Sie haben ihn als Welpen genommen und irgendwas in seinem Kopf verdreht, um ihn so zu machen, wie er ist. Toll. Schon mal was von der Condor Transglobal gehört? Klar. Die haben ein Lagerhaus hier. Also, könnte ich mir das mal ansehen? Erst nach den Ferien.
Schauen Sie in einem Monat nochmal vorbei. Das dauert so lange. Ich muss bei der Condor Transglobal was abliefern. Wo ist Ihr Lieferwagen? Etwa eine halbe Meile die Straße runter. Und Sie sind bis hierhin marschiert? Ja. Oh Mann, sind Sie verrückt oder so? Nö, war ganz leicht. Einfach immer einen Fuß vor den anderen setzen. Kann ich jetzt meinen Kram abliefern? Nicht ohne die nötigen Papiere. Sie holen erst die Papiere, dann gehen Sie abladen und ich behalte meinen Job. Guter Plan, was? Meine Lügengeschichte vom armen Auslieferungsfahrer bringt mich auch nicht weiter. Wissen Sie, was für Geschäfte die Condor macht? Ich werde dafür bezahlt, das Tor zu bewachen. Deren Geschäfte gehen mich nichts an. Okay. Ich bin auf der Suche nach einer jungen Frau. Bei den Docks? An was für eine Art Frau haben Sie denn so gedacht? Nicht so. Sie verstehen mich falsch. Ich versuche, meine Freundin zu finden. Ach so. Also, ich habe sie nicht gesehen. Und Sie können ihr ausrichten, dass die Docks kein Platz für eine junge Lady sind. Hier ist es dreckig und gefährlich. Ich dachte eher, der ist böse. Scheint er ja gar nicht zu sein, der Wachmann. Ich bin sicher, meine Freundin wurde hier hingebracht, nachdem man sie entführt hat. Was? Ihre Freundin wurde entführt? Ja, von einem Indio mit einem vergifteten Pfeil betäubt. Ein Giftpfeil, hä? Ich bin mir ziemlich sicher, er glaubt mir kein Wort. Na, zeig ihm doch den Giftpfeil. Das hier ist der Pfeil, mit dem dieser Indio auf meine Freundin geschossen hat. Na sowas? Das ist schon komisch. Aber warum haben Sie erwartet, sie hier zu finden? Tja, gute Frage. Ach hier, den Schlüpper. Ich habe hier dieses sehr exotische Höschen. Dann steck es auch schnell wieder weg, du perverse Sau. Haben Sie jemals von Professor Ubier gehört? Ich? Von meinen Freunden ist keiner Professor oder so. Okay, auch nicht ein Brotfresser? Was gibt's zum Essen? Bohnen. Wussten Sie, dass ein Mensch sich alleine von Bohnen ernähren kann? Der hier nicht. Werden Sie eigentlich die Bohnen nie leid? Klar, ich brauche schließlich auch mal Abwechslung. Und was essen Sie dann? Erbsen. Kann ich aber nicht zu oft essen. Die schlagen mir immer gleich auf die Verdauung. Haben Sie schon mal daran gedacht, Ihre Ernährung umzustellen? Nee. Was ist denn so schlicht an Bier und Bohnen? Muss ich Ihnen das wirklich noch sagen? Sie pumpen ja genug Methan raus, um einen Zeppelin zu füllen. Schauen Sie sich mal diesen Brief an. Das ist ja pervers. Haben Sie das geschrieben? Nein. Oh nein, der Brief ist von einem Bewunderer meiner Freundin. An Ihrer Stelle würde ich ihm mit meiner Faust die Vorderzähne neu formatieren. Nicht ganz mein Stil, aber danke für den Tipp. Formatieren. Ich muss jetzt wieder los, aber ich komme zurück. Kann ich kaum erwarten. Okay, wir haben das erste Begrüßungskomitee hier erstmal. Ist das hier was? Ich ahne schon Schlimmes, da kommt Qualm raus. Eieieiei. Aber irgendwas... Ist ja auch egal. Das... Nicht abhauen. Komm, mach die Schlüpperin da. Hä? Au, Mann, ist das heiß. Du sollst ja auch den Schlüpper hier nehmen. Das Höschen ist nicht dick genug, um diese Hitze abzuhalten. Oh, nichts kann dieser Lubino, nicht mal ein dicke Höschen hinschicken. Na egal, wir gucken mal, was wir in der nächsten Folge machen können. Und bis dahin sage ich, ciao, ciao. Euer Firefox.